Hallo liebe Fruchtbarkeitsfans, ich bin hier zurück wieder mit einem neuen Schwangerschaftsupdate, diesmal aus Deutschland. Und zwar bin ich jetzt in der 31. Schwangerschaftswoche, und zwar 30 plus 5 ist das genau. Und es haben sich wieder neue Sachen ergeben. Wir sind ja am 31. März zurückgeflogen von La Palma nach Berlin. Und ich habe dann am 4. April, so ein paar Tage später, einen Bluttest machen lassen wegen meinen Schilddrüsenwerten. Ich habe ja den ganzen Aufenthalt auf La Palma nicht Blut abnehmen lassen und habe halt die Dosierung so bei, 2 Kugeln von den Globuli morgens, mittags, abends jeweils von den Thyreoidia D4 Globuli habe ich genommen. Und ja, war mir jetzt eigentlich sicher, dass es ausgereicht hat. Jetzt haben die Blutwerte wieder was anderes ergeben. Ich muss dazu sagen, ich war jetzt bei einer anderen Ärztin, weil sich das nicht anders ergeben hat. Und das heißt, die hatten natürlich auch ein anderes Labor und andere Normbereiche und so weiter. Und ich bin mir jetzt total unsicher, ob das jetzt überhaupt vergleichbar ist mit den anderen Werten. In jedem Fall war es nicht optimal, meine Werte. Ich kann die mal hier einblenden auf der Seite hier. Und es war so, dass der TSH-Wert hier im Normbereich 0,27 bis 4,2 liegen sollte. Und meiner lag aber bei 5,2. Ein bisschen drüber, sag ich mal, über der Grenze. Und auch mein T3 und T4 Wert, wurden auch gemessen und die waren aber wieder okay. Wobei ich sagen muss, T3 war jetzt hier ja doch richtig gut im Normbereich bei 4. Da sollte der Normbereich von 3 bis 6,8 ungefähr gehen. Aber T4 war also gerade an der unteren Grenze von 12 bis 22 wäre normal hier. Normwert und ich hatte 12, also die untere Grenze erreicht. Und aus diesem Grund habe ich dann angefangen, die T4 Globuli auch noch zusätzlich zu nehmen, eine am Tag davon, weil ich dachte, es ist vielleicht besser, wenn ich davon auch noch mal zusätzlich was nehme, da ich die sowieso da habe. Genau. Und auch mein HB-Wert, also mein Eisenwert, war auch etwas zu niedrig, ja. Also der lag hier bei 6,5 und hätte bei mindestens 7,45 liegen müssen. So viel zu meinen Blutwerten. Die waren jetzt also nicht so optimal, muss ich sagen. Ich werde mich drum kümmern und habe jetzt einfach die Dosis eigenhändig erhöht. Das Problem ist, ich kann jetzt auch niemanden so richtig fragen, wie ich das dosieren soll, weil meine Homöopathin sich da selber nicht so gut mit auskennt, mit diesen Globuli. Und ich habe jetzt einfach beschlossen, ich nehme halt eine Kugel von den T4 und dann zusätzlich noch von den normalen Thyreoidia 3 morgens, mittags, abends jeweils. Also von 2 auf 3 erhöht pro Dosis. Und ja, ich hoffe, das reicht jetzt. Also, und werde nochmal besser auf meine Ernährung achten, nochmal darauf achten, dass ich schaffe, glutenfrei zu essen, was mir sowas von schwerfällt, weil irgendwie überall Gluten angeboten wird, so Glutenprodukte. Und also, ich kann euch ja mal sagen, ich habe es jetzt irgendwie eine Woche mal wieder geschafft und dann wieder einen Rückfall, weil wir halt irgendwo unterwegs waren und dann gab es da nichts anderes zu essen. So. Habe ich doch wieder so Brötchen gegessen oder so, ja. Und ja, also ich mache da irgendwie ständig eine Ausnahme. Es ist natürlich ein bisschen blöd, aber so ist es gerade. Ja, die Blutwerte wurden abgenommen, da war ich noch in der 30. Schwangerschaftswoche, also vor einer Woche ungefähr. Und ansonsten geht es jetzt erstmal so weiter. Ansonsten bin ich total zufrieden in der Schwangerschaft. Ich habe total schöne Bauchbewegungen. Ich
ja, freue mich da immer drüber und rede auch mit unserem Baby. Ich habe jetzt ein paar Interviews geführt mit anderen Frauen, die Hypnose machen, also die so Hypnobirthing machen. Und da wurde ich jetzt auch schon zweimal hypnotisiert von jeweils zwei verschiedenen Frauen. Und es war echt total schön. Einmal konnte ich direkt mit unserem Baby interagieren. Also ich habe es auf dem Arm gehabt, schon konnte sehen und so. Und habe die Geburt schon erlebt, also in der Trance. War voll ein schönes Erlebnis. Und ja, ich höre mir jetzt auch aktiv immer schon zur Geburtsvorbereitung so eine Audio-Sachen an, die ich vorm Einschlafen höre. Und da geht es dann darum, positive Gedanken sich zu machen hinsichtlich der Geburt, auch dass es schmerzfrei ist, einfach und leicht und so weiter. Und ja, da kann ich euch auch nochmal einen YouTube-Link hier irgendwo in der Infobox vielleicht verlinken, welches ich da gerade höre. Ja, fand ich eigentlich ganz gut. Kann ich weiterempfehlen. Ja. Ja, es ist ja auch gerade Ostern und wir sind jetzt bei Verwandten und besuchen alle und es wird jetzt langsam ein bisschen wärmer, auch wenn es mir echt viel zu kalt ist. Oh Mann, ich habe irgendwie den April immer ein bisschen wärmer in Erinnerung gehabt. Mir ist es echt viel zu kalt. Diese Umstellung jetzt von La Palma auf hier war leider doch nicht so auf einer Ebene. Also außer der erste Tag, wo wir angekommen sind, dann danach. Da war es halt ähnlich vom Wetter her, ähnlich schön warm. Und jetzt, ich musste meine Winterjacke wieder rausholen, weil zum Glück habe ich die noch nicht weggeschmissen. Ja, also das war schon echt jetzt ein bisschen viel Kälte, Regen und wechselhaftes Wetter. Ich hoffe, das wird jetzt echt bald besser. Es ist ja nur schon Ostern und jetzt sind wir hier im Garten und wir können spielen draußen mit unserem Marvin und den Großeltern und das ist ganz schön. Dann ist auch noch was ganz Tolles passiert. Ich habe mir das hier auch aufgeschrieben in meinem Schwangerschaftszyklus. Genau 30 plus 0, also Schwangerschaftswoche 30 plus 0 Tage. Abends hatte ich den ersten Babyschluckauf bemerkt. Also ich war mir auch da nach dem letzten Schwangerschaftsupdate, was ich hier gemacht hatte, wo ich auch die Kindslage bestimmt habe, war ich mir danach die Wochen irgendwie total unsicher auf einmal, ob ich das richtig gemacht habe, weil ja, ich mir einfach total unsicher war, weil sich das manchmal so angefühlt hat, manchmal so, manchmal die Tritte von den Füßen eher unten waren oder oben dann die Hände und ich war mir überhaupt nicht mehr sicher, ob jetzt der Kopf wirklich unten liegt und oder ob das Baby sich auch zwischendurch mal ab und zu wieder gedreht hat und hin und her. Also es war irgendwie nicht so eindeutig für mich. Und jetzt hatte ich aber den Schluckauf bemerkt und der war wirklich ganz weit unten. Und das Zwerchfell ist ja weiter hier so am Brustkorb beim Menschen. Und das heißt also, sehr wahrscheinlich ist es so, dass das Baby wirklich gerade mit dem Kopf nach unten liegt und hoffentlich auch so liegen bleibt. Das kann sich ja immer noch mal drehen. Ja, ich werde jetzt wieder meine gute Haltung einnehmen und immer schön gerade sitzen und nicht sich so hier so hinhängen. Genau, da achte ich ja drauf und immer Vierfüßlerstand und diese Katze-Kuh-Übung vom Yoga, die ich im anderen Schwangerschaftsupdate schon gezeigt habe, die mache ich natürlich auch noch weiterhin. Und ja, so sieht es jetzt aus. Das war jetzt erstmal alles zu diesem Schwangerschaftsupdate. Und wir sehen uns dann bald wieder auf YouTube hier in den nächsten Videos. Macht's gut, das war's, deine Anne. Ciao.